Darauf haben Partywütige anderthalb Jahre lang gewartet. Es darf wieder gefeiert werden in Bayern und Baden-Württemberg, ohne Maske, ohne Abstand. Fast, als sei nie was gewesen. Einzige Voraussetzung, geimpft oder genesen muss man sein oder einen negativen PCR-Test vorlegen. Ich komme rein, sobald ich meinen Impfausweis vorzeige. Man macht sie nicht fertig und geht einfach, sagt, okay, wir gehen da und dahin. Man muss immer irgendwie im Hinterkopf behalten, dass irgendwas gezeigt werden muss. In den Bundesländern gelten für Clubbesucher verschiedene Regeln. Wer in Bayern oder Baden-Württemberg feiern gehen möchte, muss geimpft, genesen oder negativ PCR getestet sein. In Mecklenburg-Vorpommern dagegen ist das Feiern im Club auch mit einem negativen Antigen-Schnelltest möglich. Genauso in NRW, hier darf der Test aber nicht älter als 6 Stunden sein. Eine leere Tanzfläche und Staub auf dem DJ-Pult, auch in diesem Club in München, bis gestern. Seit Frühjahr letzten Jahres war er geschlossen, öffnete am Freitag unter strengen Auflagen erstmals wieder seine Türen. Es ist natürlich schon was anderes als vorher, aber wir sind super dankbar, dass wir endlich feiern und aufmachen dürfen. Unumstritten sind die aktuellen Regelungen nicht. Manche Experten warnen, angesichts einer drohenden neuen Welle sollten nur Geimpfte und Genesene Clubs besuchen dürfen. 2G wäre deutlich besser. Weil bei der 2G-Regelung eben also gesichert ist, dass diejenigen, die sich infizieren im Club oder in der Bar, tatsächlich vor schwerer Krankheit geschützt sind. Zunächst aber bleibt in Bayern und Baden-Württemberg 3G plus erlaubt. Die Polizei hat angekündigt, die Einhaltung der Regel verstärkt kontrollieren zu wollen.